Die ganzen Bagaluten hierher. Kamera läuft. Wir sagen, wir sind Preußen und wir wollen die Gemeinde reorganisieren. Dann wäre alles gut gewesen. Schneid's aber raus, ja. Schneid's aber raus, dann haben sie gleich jemand anders. Nicht unbedingt. So eine Nettigkeit. Das zeigt doch die Stimmung, die da so trocken vor sich ist. Auf jeden Fall. Ja, ja. Schwitzen schon mal alle, also ist nicht trocken. Ja. Jo. Wo waren wir stehen geblieben? Beschlossen haben. Erzähl. Bitte was? Nochmal eine andere Hose anziehen. Heizung. Heizung, da wollen wir durch. Ja, Heizung. Ja. Ich stelle die Heizung hier gleich ab, dann wird es kühler. Nein. Ja, wo war hier? Und Herrsche. Die große Gruppe in viele kleine Kleinkänger. Frage ist natürlich. Habt ihr ein eigenes Thema oder wollt ihr mitmachen? Dolores. Ich meine, wenn ihr ein eigenes Thema habt, ist das kein Thema. Können wir das zum Thema machen? Kann ich mal kurz was einwerfen? Was wollt ihr denn einwerfen? Ich bin ja jetzt auch ein armer Mensch. Und der Mario, weiß nicht, wissen wir. Der arme Mario ist ja auch nicht gerade der toll bemittelte. Und der hat hier lauter Zettel verteilt. Und ich habe hier so einen Becher, habe ich eben vergessen, 50 Cent, 20 Cent, er muss Druckerpatronen kaufen und ich finde, er macht bei Berliner Justiz immer eine tolle Aufklärung. Wollen wir den mal rumgehen lassen? Ja, lass rumgehen. Ja, sicher. Das Geld, was man nicht hört, das Falschgeld, was man nicht hört, ist natürlich das Schönste, aber ich finde, den Mario sollte man doch mal ein bisschen unterstützen. Ja, ja, mach das. Ich gebe das Ding einfach mal rum. Ist das schon bekannt? Was hast du da? Warte mal. Papst Franziskus, ja, ist doch falsch. Ja. Also hier oben sagt er, was ich verstanden habe, die internationale Gemeinschaft ist von internationaler Verteidigung und Terroristen bedroht und muss sie international wehren. Aber unten sagt er, will die Gesetze für den Vatikan Der Vatikan ist ein Verbrecherunternehmen seit 2000 Jahren. Weil das möglicherweise auch das ganze Ding ein Fake ist. Und die Leute werden darauf angesetzt und auf den Punkt gebracht, die tun auch was im Vatikan. Nee, tun sie nicht. Kann gut sein. Geht Schritt weiter. Ja. Heutige Politik. Eben noch. Gleich kriegen wir einen Vortrag über energetische Heilung übrigens. Dürfte viele interessieren, der das auch nachher zeigt. Ganz so weit sind wir noch nicht. Noch mal so ich was tun, egal. Darf ich auch noch 5 Minuten nachher zu Preußen reden? Erlaubst du es mir? Zu Preußen erschlage ich dich, das weißt Nein, du. Nein, kannst du ja. Ja, tue ich auch. Aber erst reden. Dann kann ich dich erschlagen. Ja, ist in Ordnung. Ja. Ich weiß, dass du das nicht so lieb hast, aber... Preußen, denk daran, ist ein Verrat. Ja, pass auf. Kriegt das endlich in die Birne, Mäuschen. Und wie gesagt, wenn du mir versprochen hast, dass du die Verfassung richtig von vorne bis hinten gelesen hast, dann rede ich wieder über den Verrat. Habe ich. Lies dir am besten den 166er durch. Es ist ein Satz, der ist so lang. Der beinhaltet alles. Jetzt mache ich wieder das Zeichen, merkt ihr das? Ja, das sind sie wieder. Das weiß ich, wie die wieder aus der Büsche kommen. Das, wenn solche Leute aus der Büsche kommen, woran mir das vorbeigeht, Flugzeugträger weit. Also die preußische Verfassung hat ja kein 146. Nein, ich spreche nicht von der Preußen, sondern von der PKV. Und ja, richtig. Und verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich will ja neues Recht schlägt altes Recht zu diesem Thema, will ich was sagen. Staatsrecht. Bärbelchen, das können wir auch, wenn du magst, sofort mit abhandeln. Ja. 4849 PKV. Der sollte der Kaiser 50 dafür gut sagen und ja sagen und akzeptieren. Und jetzt sage ich dir was. Dann, Sekunde. Ja. Und dann hat Preußen dafür gesorgt, dass der Kaiser werden sollte, nicht Kaiser wurde, sondern sie haben ihren eigenen Kaiser impliziert und der hat sie sofort abgelehnt. Unter anderem aufgrund des Paragraphen 166, der nämlich beinhaltet, dass sämtliche Logen, Vatikan, Kirchen, Parteien,
Häuser ausgeschlossen werden von der Regierungsverantwortung oder Mitbestimmung. Und dagegen ist er sind die Preußen gegen angegangen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, klar. Nur sie haben 1850 dann ihren eigenen Kaiser impliziert und der hat die abgelehnt. Dann gab es 1866 den berühmten Krieg Preußen gegen den Norddeutschen Bund unter Einbeziehung der Österreicher, die sich da nicht viel dran beteiligen konnten. Den hat Preußen gewonnen. Und daraus entstanden die Länder. Die Länder haben dann 1871 das Reich gegründet. Immer wieder nicht das Deutsche Reich. Das gab es nie. Sondern das Reich. Steht auch in Einführungsgesetzen drin. Im Reich. Völlig richtig. So, nun muss man du bist noch nicht dran. Nun muss man eins noch bedenken dabei. Wir hatten 1870 einen Krieg. Ja, französischen. Gegen? Frankreich. Frankreich gegen? Deutschland. Nein. Preußen. Und das ist falsch. Gegen Preußen. Die Kriegserklärung lautete Frankreich gegen Preußen, nicht gegen Deutschland. Und Bismarck war ein toller Mann in der ersten Hälfte seiner Legislaturperiode. In der zweiten Hälfte hat er sich an Preußen angeschlossen, auch um seine Macht zu festigen, wegen des Geldes. Und von da an ist er zum Verräter geworden. Nein, sag nicht das Wort Verräter. Doch, das ist Verrat am Volk gewesen und am Land. Und Preußen will nur und ausschließlich die Macht haben. Und die sind gerade wieder dabei zu etablieren. Sie versuchen nach oben zu kommen. Es wird ihnen nicht gelingen. Jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Wer ist das oberste Souverän im Pharaonenstaat? Dann musst du mich nicht fragen. Der Pharao, ne? Ja. Wer ist das oberste Souverän in einem Kaiserreich? Der Kaiser. Mhm. Wer ist das oberste Souverän in einem Königreich? Mhm. Der König. Mhm. Wer ist das oberste Souverän in einer Demokratie? Merkel. Das Volk. Frau Merkel. Eigentlich das Volk, aber hier ist bei uns ist es ja Frau Merkel, ja. Aber eigentlich das Volk. Ja? So, wenn also ein oberstes Souverän, der Kaiser, entscheidet, dann hat das oberste Souverän entschieden. Dann war das Volk zu diesem Zeitpunkt nicht das oberste Souverän. Entscheidend für eine Verfassung, ob sie gültig ist oder nicht, ist immer nach Staatsrecht, dass das entsprechende zuständige oberste Souverän etwas getan hat. Richtig. Und die PKV hat er nicht genommen, also ist sie nicht in Kraft getreten. Sie haben nicht mal den Kaiser genommen, sie haben nämlich ihren eigenen impliziert. Ja, ist alles passiert. Alles, was du sagst, ist richtig. Aber die PKV ist vom Volk abgestimmt worden. Aber da war das Volk nicht das oberste Souverän. Doch, ja? Doch. Nein, war es zu diesem Zeitpunkt nicht. Glaub es mir. Ja. So, ja? Glaub es, wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Kaiser. Ja, da hattet ihr auch noch kein Reich. Das Reich ist ja erst 1870 gegründet. Davor war ein Bund. Richtig. Und der oberste Souverän, der keinen Kaiser hat, du hast es nämlich gerade richtig beantwortet, ist das Volk. Und 1848, 49 hat das Volk auch abgestimmt. Und aus dem einzigen Grund, diesem einzigen Grund ist die Verfassung heute noch gültig. Nein, da irrst du. Nein. Und als ich vorhin ja hier war, nach zum 2:30 habe ich dich gefragt, warum du die Paulskirchenverfassung so favorisierst. Da hast du gesagt zu mir, du warst nicht betrunken und ich war nicht betrunken. Ja? Ich weiß, dass diese Verfassung nicht legalisiert wurde, aber ich habe sie so gerne. Und habe ich gesagt, okay, das hast du mir wörtlich geantwortet. Ich habe sie so gerne. Nein, so gerne nicht. Das habe ich bestimmt. Bärbel, Widerspruch. Das ist überhaupt nicht mein Tenor, so zu antworten. Nein, da gebe ich ganz klare Antworten nochmal drauf. Selbst wenn sie falsch wären, würde ich eine andere Antwort gegeben haben. Gut, nein. Kann ich vielleicht jetzt, ich habe kein Tonband mitlaufen lassen, ich bin hier nicht von der Stasi oder irgendjemand, ja, nein. Okay. Sondern ich habe sie jetzt, ich habe mich gefreut, dachte ich, okay, er sagt zwar immer Volkskirchenverfassung, er hat sie so gerne, dann lassen wir ihn mal. Nee, ja, so. Nicht, bei Preußen, also noch, also an der Stelle, jetzt die 5 Minuten, wo ich hintereinander darf, ja. Mhm. In
den 77 Gruppen, wo Annette und ich waren, haben wir festgestellt, zwei Themen werden ausgelassen. Und ich hatte hier beim letzten Jahr die Rede gehalten und habe gesagt, wir müssen nur gucken, wer war das letzte Souverän? Wer war das letzte Souverän? Das ist die Knackfrage. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und da muss man sich auch mit der Verfassung, weil Verfassung ist das höchste Recht. Wenn ein Volk eine Verfassung beschlossen hat, ist es Volkswille und höchstes Recht. So, und dann haben wir das Staunen gekriegt, dass also tatsächlich die Weimarer Reichsverfassung von den Preußen abgewählt wurde. Und zwar mit einer neuen Verfassung von 1920. Die Preußen waren ein paar Monate also sozusagen mit dem Grundgesetz Weimarer Reichsverfassung unterdrückt worden und haben dann gesagt, wir machen jetzt hier mal eine Kriegslist, wir machen eine neue Verfassung. Und das haben die gemacht. Und da haben sie eine Volksabstimmung drüber gemacht. Ja? Und dann ist die mehrheitlich angenommen worden. Und aus meiner Sicht ist es ditte, ich gebe mich jetzt hier zu erkennen, ich bin jahrelang in der DVU rumgerannt und habe gekämpft dafür, dass wir das Recht auf Volksabstimmung kriegen, wie in der Schweiz. Die Preußen haben es längst, diese Verfassung ist gültig, da steht drin, wir dürfen Volksabstimmung machen. Da steht auch drin, dass alles verhandelbar ist nach Artikel 3. Selbst wenn ihr jetzt immer argumentiert aus der Paulskirchen Verfassung, der bürgerliche Tod ist abgeschmolzen, es stimmt. Der ist, wenn man das sieht, in der Entwicklung der Verfassung abgeschmolzen worden. Aber ich kann es doch dem Volk wieder vorlegen und kann sagen, wollt ihr, bei den Preußen nach unserer Verfassung müssen wir immer so abstimmen, ja und nein. Also wollt ihr bürgerlichen Tod, ja oder nein? Und dann muss die Mehrheit ja oder nein ankreuzen. So ist es nach unserer Verfassung, der neuen. Theoretisch richtig, ja? Praktisch falsch. Begründung, ganz kurz. Wir hatten keine Verfassung. Es musste die erste Verfassung erstellt werden. Die wurde sofort niedergecancelt. Die ist abgesegnet worden vom Volk. Weil es nicht das Souverän war. Weil es ist abgesegnet worden vom Volk. Jawohl, wir hatten... Zu dem Zeitpunkt war das Volk nicht souverän. Wir hatten keine. Wir haben einen Entwurf einer Verfassung gemacht. Das ist wahr und das ist passiert. Und an der Stelle hören wir auf, weil die ist nicht legitimiert in Kraft gesetzt. Die ist legitimiert in Kraft gesetzt durch die Wahl des Volkes. Alleine Frauen haben wir ja nicht teilgenommen, zum Beispiel. Das macht gar nichts. Ja, das ist ein scheiß Argument. Nee. Du weißt, dass ich das Argument prinzipiell in eine Tonne hau. Kannst du? Musst du die preußische Verfassung nehmen, da haben Frauen ein Wahlrecht. Nein, die Preußen haben dran gedreht, dass sie nicht weiterverfolgt wird. Ich wiederhole das nochmal. Wir haben eine Verfassung und stell dir das vor als Matroschka, die russische Puppe. Dann kamen die Preußen 1850, dann 66 den Krieg, 70 den Krieg, 71 die neue Verfassung und immer drüber. 33 Umänderung, 38 wieder, 49. Das Vieh sieht immer noch genauso aus, nur nicht sie ist wahr, so dick. Nicht wahr. Doch, nein. Es ist ungültig, was nach 1849, ich meine am 28. September passiert ist. 28. September 1849, was danach passiert ist, also, um das auf, in die Tonne zu haben. Wenn du mir sagen kannst, falsch. Nach Artikel 133 Grundgesetz, wer der Bund ist, dann gebe ich mich geschlagen. Der Bund kommt aus dieser 1848er. Der Bund von... Du darfst aber doch bitte nicht das Grundgesetz nehmen. Nein. Ja, die haben ihre Macht hinübergerettet. Sie haben davon abgeschrieben. Richtig. Sie haben abgeschrieben. Immer dieselben von 1848 haben sich gerettet in das Grundgesetz. Nee, das waren immer dieselben. Nein, das sind die Neuen. Die Alliierten haben dort abgeschrieben. Es sind sogar andere Länder auf der Welt, die diese Verfassung genommen haben. Oh, und jetzt nochmal zu Preußen, nicht mehr Preußkirchen Verfassung. Also der Ministerrat der UdSSR hat, nachdem sie festgestellt haben, 1952 hatte der Stalin einen Friedensvertrag angeboten. Die Westalliierten haben gedacht, das ist eine Täuschung. Er hat es aber ernst gemeint, denn er wusste, er kann einen Kalten Krieg nicht gewonnen und er wollte den nicht. Dann ist er 1953 mal so ein bisschen umgemordet worden. Der Beria, der das da so ein bisschen eingefädelt hatte, ist dann wegen Hochverrat hingerichtet worden. Der wollte ja eigentlich Stalin beerben und Khrushchev kam an die Macht. Was macht Khrushchev 1955? Er erlaubt hier in unserer Region, also auf dem russischen Territorium, Smat-Befehle haben da geherrscht, die Reorganisation des Freistaat Preußen erlaubt ein Khrushchev der DDR. Richtig. Wie ist Khrushchev an die Macht gekommen?
Ist ja egal. Nicht jetzt ablenken. Lass mich doch bitte. Ich will nicht länger als 5 Minuten reden. Aber wenn ich abgelenkt werde, wird das eine Stunde. Und dann wollen die das nicht hören. Ich will zum Schluss kommen auch. Ja? Also, es war schon mal möglich. Da wollten die Kommunisten, Zionisten dieses Angebot nicht haben und haben es ausgeschlagen. 1990 haben James Baker und Eduard Shevardnadze angeboten, also tatsächlich ebenfalls die Reorganisation, steht auch in den 2+4-Verträgen drin, dass es erlaubt ist. Diesmal nicht nur auf einem Sektor, sondern diesmal haben alle 4 zugestimmt, dass es erlaubt ist. Selbstverwaltung kann man gehen für eine Übergangszeit, steht drin, und die Reorganisation des Freistaat Preußen ist erlaubt. Warum? Weil er eben nicht in Kriegsverhandlungen beteiligt war. Warum war er das nicht? Weil er eine Verfassung hatte von 1920. Hitler hatte gesagt, kommt in mein Reich, wir lösen alle Staaten auf. Die anderen sind freiwillig beigetreten, auch mein lieber Ehegatte als Österreicher ist dem beigetreten, ist deswegen ja immer noch Deutscher, was er mir nicht glaubt. Ja, so, die Preußen waren die Einzigen, die aufgrund ihrer neuen Verfassung nicht gesagt haben, wir wollen nicht beitreten, wir wollen souverän Preußen bleiben. Und was hat Adolf Hitler dann gemacht? Er hat sie annektiert. Preußen wurde annektiert. Preußen wurde annektiert. Er hat sich widerrechtlich genommen. Alles, was Unrecht ist, wird niemals recht. Da können Millionen Jahre vergehen. Ja? Und dann sagen jetzt die Alliierten, ihr müsst zurückgehen, die Souveränität da suchen, wo am letzte Mal die Souveränität war. Und da haben wir eben gefunden, 2 Tage vor dem Preußenschlag. So, und letzten Freitag hat der Freistaat Preußen, der am 19. Oktober 2012 offiziell durch eine Notwahl reorganisiert wurde, gewonnen vor einem Finanzgericht der BRD, nämlich Cottbus in der untersten Ebene. Da haben wir eine Feststellungsklage gemacht, ob die Staatsangehörigen des Freistaates Preußen der BRD gegenüber umsatzsteuerpflichtig sind. Und da haben wir ein Urteil, da steht drin von letzten Freitag, nein, sind sie nicht. Deswegen sind wir auch nicht Reichsbürger, lasst euch das nicht einreden. Wir sind Staatsangehörige. Ich habe das höhere Rangrecht des Staates genommen. Der Staat ist der Haager Landkriegsordnung beigetreten und der Staat ist dem Völkerbund beigetreten. Adolf Hitler ist da wieder ausgetreten. 34. Dadurch waren unsere Soldaten vogelfreie. Dadurch sind sie in den Rheinwiesen verhungert, weil sie nicht mal den Status eines Kriegsgefangenen hatten. Richtig. Das ist die richtige Wahrheit. Ja, ja? Stimmt. Das stimmt. Ist richtig wahr. Stimmt. So, und also. Ja, viel richtiges Bein, natürlich. Richtig, aber letztlich alles. Ja, ganze Recht ist viel umfangreicher, kann man hier nicht darstellen. Ja, man kann nur immer den roten Faden, sag ich mal, so ein bisschen geben. Ja, den hattest du aber gerade nicht. Du bist sehr viel ausgeschweift. Nein, aber die wichtigen, nein. Voriges Jahr habe ich aufgehört, wo ist der letzte souveräne Staat? Und für das Reich haben wir gefunden und dem Reich haben wir das auch richtig mitgeteilt und die haben es auch angepasst. Tatsächlich ist die 1871er-Verfassung für das Reich die richtige, letzte gültige und für Preußen eben die von 1920. Nur Preußen hat nach der Weimarer Republik noch eine neue Verfassung gemacht. Also Völkerrecht, Staatsrecht und auch Verfassungsrecht heißt es immer, neues Recht schlägt altes Recht. Und in dem Artikel 81 dieser neuen preußischen Verfassung steht ja auch drin, die von 1850 ist aufgehoben und die von 1919 ist aufgehoben. Die sind beide sozusagen, eine neue Verfassung hebt altes Recht außer Kraft. Das ist ganz offiziell passiert. Also ist ein legaler Akt gewesen und es war eine Volksabstimmung darüber und das Volk der Preußen hat mehrheitlich Ja gesagt. Das ist mal das Entscheidende. Ich habe von Preußen, von Abstimmung des Staates Preußen nichts gesehen und nichts gehört. Aber egal. Habe ich, glaube ich, bei dir veröffentlicht? Ja, du hast das veröffentlicht. Richtig, dafür hast du auch einmal von mir einen Einlauf gekriegt. Nö. Doch, einmal hat gesagt, dass Preußen Verräter ist. Hast du gesagt, du hast gesagt, ja, wir sind Verräter da. Ja. Haben mir alle Leute geschrieben, guck mal, was der schreibt. Das schreibst du aber nicht mehr, Bärbel. Ja, doch, ich schreibe da weiter. Das sind die üblichen Schreiber, die üblichen Schreiber dabei, weiß ich. Ja. Der Ernie darf durchaus seine Meinung und der darf auch ganz dolle die Paulskirchenverfassung lieben. Okay. Aber ich sage, souverän ist die von Freistaat Preußen und die 1871er vom Reich. Da haben wir Staatsrecht. Du hast dir gerade selbst übrigens widersprochen. Es kann es nicht sein, dass auf einem Gebiet, auf einem Landgebiet und Staatsgebiet, 2 Verfassungen gleichzeitig gelten. Ja. Und dann wird, nein, das ist nicht möglich. Nein, es ist nicht möglich. Wenn 2 existieren, sind beide unwirksam. Man sagt das ja auch, eine. Die 1871er ist nicht eine richtige Verfassung, weil es ist ja, sagen wir mal, eine vom Kaiser, also vom zuständigen Souverän festgelegte Richtlinie, bezeichnen wir es mal so. Nee, der hat sie doch nur
angenommen. Ist ja egal. Er hat nur Ja sagen er war das souverän und er hatte das Recht und die Kraft, das in Kraft zu setzen. Hat er alles und gemacht? Diese Kraft ist ihm künstlich durch Preußen gegeben worden. Na, das ist ja interessant. Ist ja auch Krieg fühlen, dann habe ich die Macht. Oder ich verliere einen Krieg, dann habe ich nicht die Macht. Nein. Ja? Wir hatten keine Verfassung. Es wurde die erste Verfassung für den deutschen Bereich, für den Sprachbereich aufgestellt. Aber wir fangen noch mal einen zurück, wo du mit angefangen bist. Stalin hat 1952 einen Friedensvertrag vorgestellt. Richtig? Ja. Das war nicht Stalin, ist klar? Wieso? Das war Stalin 48 gestorben ist und er hatte 3 nachweisliche Nachfolger in der Zwischenzeit, die auch keine öffentlichen Reden mehr gehalten haben. Übrigens muss man mal drüber nachdenken. Sondern es ist nur eine Eingabe gemacht worden, wir machen einen Friedensvertrag. Damit hast du recht. Aber es war nicht der Stalin, den wir meinen. Das weiß ich nicht. Der war es nicht. Der ist 48 schon wahrscheinlich im September, Oktober verstorben. Jedenfalls, das heißt Stalin-Note 1952, ja, Friedensangebot. Stimmt, völlig richtig. Wir gehen noch weiter. Was Gorbatschow gemacht hat und Baker, hast du vorhin gesagt, sie hätten das angeboten. Baker hat nicht angeboten. Baker hat den 23er gestrichen, völlig, der ein paar Jahre dann auch leer blieb und anschließend wieder aufgefüllt worden ist. Es ist undenkbar, undenkbar für ein Land, dass ein Außenminister eines anderen Landes in die sogenannte Verfassung, hier Grundgesetz, eingreift und dort einfach mal eben was streicht. Am 17. Juli 1990 beginnt Wirkung 00, 18. Juli 1990. Es ist undenkbar. Stalin hat keinen, Baker hat kein Angebot gemacht. Khrushchev auch nicht. Gorbatschow hat das Angebot, das war vorher schon vorgearbeitet. Denn dieser Mauerfall ist 1974 geplant worden. Für 1985. Hat dann nicht so ganz geklappt. Ich persönlich habe 1972 gesagt, bis zum Jahr 2000 haben wir die Ostzone wieder dran. Da haben sie mich für verrückt erklärt. Ich habe mich geirrt um 11 Jahre. 1989 war sie schon wieder dran. Und es ist vorgeplant worden, und zwar ab 1985, als Gorbatschow dran kam, sind Verträge ausgehandelt worden mit Weißrussland und mit der Ukraine, dass die wieder in ihre alten Grenzen reingehen und Polen wieder verschoben wird in ihre alten Grenzen. Ukraine und Weißrussland haben nämlich noch Teile vom alten Polen drin. Und da gehen sie wieder rein. Als Äquivalent dafür auch, leichtes Äquivalent, obwohl das auch noch falsch ausgedrückt ist, sie aus Pommern, Schlesien, Danzig auch und Ostpreußen wieder rausgehen. So, nur die einzigen, die gezickt haben, waren die Polen. Die wollten nicht so recht. Und dann hat der beste Außenminister, den Polen je hatte, hat abgelehnt. Genscher. Ja, stimmt. Genscher. Ja. Haltet an der Oder-Neiße Grenze bitte fest. Genscher hat offiziell gesagt, ja, wirklich, das mit dem französischen Protokoll, ja, kann man nicht lesen. Ich dachte am Anfang, es ist ein Übersetzungsfehler. Da steht wörtlich drin, wir wollen keinen Friedensvertrag. Und friedensvertragliche Verhandlungen sind nicht geplant. Richtig. Und jetzt kommt der Oberhammer. Und die DDR-Delegation sagt, wir schließen uns der Meinung der BRD an. Da bin ich fast aus der Latschen gefallen. Was ist denn hier los? Das ist das System. Genau, ja, das ist das System. Diese Vorplanung, die planen ja nicht von heute auf morgen. Die planen ja auf Generationen vor. Richtig. Die sind ja nicht dämlich. Wir dürfen die nicht als dämlich darstellen. Nein. Da sind hochintelligente Leute, so, lass mich mal jetzt einsteigen. So, genau an der Stelle sitze ich mich in meinem Kämmerlein und sage, ein Genscher Außenminister, ein Kohl, so ein die sagen das Wort, wir wollen nicht öffentlich. Das ist doch nicht wahr. Ja, da stimmt doch was nicht. Ich mich also hingesetzt und angefangen zu denken. Wir wollen nicht, hat er gesagt. Und das ist wahrscheinlich auch wahr. Aber was hat er nicht gesagt? Wir können nicht unterschreiben, hat er nicht gesagt. Warum können sie nicht? Und vor allen Dingen, warum kann die DDR nicht? Da wusste ich nicht, dass auch die DDR 1973, genau wie die BRD, offiziell der Feindstaatencharta beigetreten ist. Die können natürlich, wenn sie auf Seiten der Alliierten sind, also Feind des deutschen Volkes sind, richtig, keinen Friedensvertrag unterschreiben. Richtig. Hätte er hingeschrieben, wir können nicht unterschreiben, dann hätte ja jeder von uns gefragt, na warum denn nicht? Bärbel, Unterbrechung, Sie hätten gekonnt.
wenn sie sich hätten wie einig gewesen wären und nicht um ihre kleine eigene beschissene Macht sich drehen können. Mhm. Sie könnten, auch das könnten sie heute noch, das könnte sogar unser Fräulein Erika machen. Alle einsortieren in den Reichstag. Mhm. Reichstag voll, Türen abschließen, Sicherheit vorweg und jetzt erklären 4, 5, 6 Leute, was abläuft. Und sie könnten alleine beschließen. Kameras dabei. Müssen Sie nach Bonn fahren? Nein, das könnten Sie in Berlin sogar machen, weil Berlin neutral ist und eben kein Land ist. Es wird noch als Groß-Berlin gehandelt. Darum könnten Sie das da. Berlin ist Hauptstadt vom Freistaat Preußen. Ja. Und Berlin ist Reichshauptstadt. Ja, und wenn du nach Berlin reinfährst, steht weder dran, Hauptstadt der Bundesrepublik steht nicht dran, da steht nicht Reichshauptstadt dran, da steht nicht Hauptstadt von Preußen dran, da steht nur Berlin dran. Aber das hat damit. Auf den Autoaufkleber steht überall Hauptstadt der Bundesrepublik. Ja. Auf den Aufklebern der Autos hinten überall die Plaketten drauf. Ja. Och, das muss ja. Aber das ist nicht, es ist keine neue Gesetzgebung, sondern es wäre dort eine Aufklärung vor den Massen. Und zwar vor den Massen der Abgeordneten, inklusive Kameras. Du glaubst gar nicht, was da für ein Aufschrei durchgehen würde durchs Land. ARD, ZDF und alle, wie sie dabei sind, raus. Und alle zur gleichen Zeit. Und das würde gehen. Das könnt ihr auch heute noch machen. Und wir wären die Alliierten sofort quitt. Und wir hätten sofort Hilfe von der anderen Seite. Sofort. Die also in der DDR war das ähnlich. Ja. Durch Zufall habe ich 73 rausgefunden, weil sie mich mal da haben was kontrollieren lassen. In den Betrieben habe ich immer gründlich habe ich rausgefunden, sind alle pleite. Richtig. Ja? Richtig. Was ist denn hier los? Ja. War so, dann ist ja die ganze DDR pleite. Wenn in einem Gebiet, was ich mir sporadisch aussuche, alle pleite sind, dann ist ja die ganze Republik pleite. Die machen ja alle das Gleiche. Richtig. Ja, so. Dann habe ich das vor Angst, ja, dem zweiten Sekretär auf dem Tisch, und dann haben die einen Deckel draufgeknallt. Ja, die hätten das ja auch gegenwirken können. Nee, das war jetzt Staatsgeheimnis. Ja, auf den Deckel draufgeknallt. Die hat eine Scheibe. Ja. Auf die muss man nicht hören, was die sagt. Ja, so. Und dann, Jabet, da war ich dann rehabilitiert, nennt man das. Ne? Eine letzte Ministerratssitzung der DDR. Mhm. Da kann man Körpersprache lesen. Mhm. An? Ja. Da kann man manchmal so am 3. Oktober oder so, kann man das sehen, ZDF, immer nachts um 3 sind sie soweit, war. Letzte Ministerratssitzung der DDR, O-Ton steht denn da. Und dann sagt der Mittag da, Wirtschaftsminister, also liebe Genossinnen und Genossen, ich muss jetzt euch mal hier die Wahrheit sagen. In Wirklichkeit waren wir seit 1972 pleite. Wir haben mal hier gezogen, dann ist das Hemd da hochgegangen, dann haben wir hier gezogen, dann ist das Hemd da hochgegangen. Das haben wir gemacht jetzt hier 20 Jahre lang. Ja? Und dann musst du sehen, die Gesichter, die gegen so. Also Körpersprache eindeutig, sie wussten es nicht. Nur eine kleine Elite wusste es. Beste Beispiel dazu, wo du das sagst von wegen Pleite. Viele von euch wissen, ich war mal mit Franz Josef Strauß befreundet. Ja, ohne Hintergrund wissen, was wir heute haben. Die Milliarde, die 1982 wir den rübergeschickt haben, gepumpt haben, hat die BRD nie verlassen, ist auch nie von hier gekommen. Nein. Die haben, Schulden gewesen? Nein, die haben die Druckplatten mitgenommen und haben die drüben gedruckt, haben die hier in der Ostsonne gedruckt, in Jena. Das ist nie von drüben gekommen. Haben sie selber gedruckt? Selber gedruckt, auf deren Maschinen hier. Und wir haben die Platten mitgebracht, die Druckplatten. Das ist ein Hammer, ist das. Das ist echt ein Hammer. Ja, das kommt, ja, völlig klar. Und die Hitler-Ingenieure? Weiß ich nicht. Das war so schön. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, muss ich passen. Jetzt weiß ich, warum der immer nur so aggressiv, weil ich immer reinholen wollte. Das Geld ist nie gelaufen von hier, woanders hergekommen. Es ist hier mit unseren Druckplatten gedrückt werden. Dann noch im letzten Satz und dann gebe ich das hier wieder ab. Ja. Nochmal, warum hier Reichs- und Staat, weil wir ja auch das Ruster kam von 1913, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, das gilt ja. Also einmal habe ich eine Reichsangehörigkeit und eine Staatsangehörigkeit danach. So, und das ist die Ursache, warum das Reich sich eingebildet hat, das ist ein Staat und hat dann diese 1871er da gemacht und die
Einzelstaaten hatten ihre hohe Souveränität und ihre einzelnen Verfassungen. Ja, also die, deswegen ist also die Staatlichkeit in dem kleinen Staat höher zu bewerten als die Staatlichkeit des Reichs. Das muss man sich immer so sagen. Ja, ja? Ja, theoretisch. Nee, auch da trifft es. Auch da liegt es ganz falsch. Ja. Es gibt die mittelbare und die unmittelbare Staatsangehörigkeit. Ja. Aber jetzt hört mal zu. Ich habe eine ganze Zeit mir schon immer zu Wort melden müssen. Ihr habt mich ja nicht. Ich wurde nicht. Mikro. Aber ist ja egal. Gib mir mal das Mikro, ja. Jetzt. Pass mal auf. Jetzt geht's los. Jetzt. Wer seid ihr? Ich bin ein Mensch. Nein, ihr seid Bürger. Nee, sind wir nicht. Wir sind Staatsangehörige. Seid ihr noch Bürger, nichts anderes. Ich bin nicht mehr. Ich hab's abgegeben. Könnt ihr ja denken, wir wollt so, behandeln sie euch aber. Nein, sie behandeln mich und sperren mich auch ein, weil sie zu mir sagen, wir sind die normative Kraft des Faktischen. Ja. Aber auch der Obama hat schon mal folgenden Satz öffentlich gesagt. Die BRD hat 4 Millionen, ist ein Wahnsinn, Bedienstete. Ja? In Preußen hatten wir 450.000 damals. Ja. Er hat auch diesen Satz gesagt, auch 4 Millionen bin ich in der Lage einzusperren. Verstehst du, was ich sagen will? Darüber will ich gar nicht sprechen. Komm auf. Nein, sprich mal darüber. Ja, jetzt musst du mal zuhören. Ich habe dir zugehört, ganz ruhig war. So, und jetzt hörst du auch mal zu. Das ist ganz wichtig. Denn es läuft zurzeit was ab. Wir können hier 10-mal diskutieren über sonst was. Es läuft zurzeit was richtig Pädophiles ab. Ja, red ich mal rum so ein bisschen, dass die pfeift. Wenn wir hier frei werden wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir wieder unsere Gemeinden ausrufen. Haben wir doch nichts dagegen? Darfst du doch? Bitte Mund halten. Du musst den Mund halten. Du musst den Mund halten. Halt doch mal den Mund. Du lässt mir ja nichts zu Ende reden. Du musst den Mund halten. Halt doch mal den Mund. Bärbel, lass ihn schnappen. Bärbel, ich hab dich da auch reden lassen. Einfach mal reden lassen. Und du kannst ja deinen Einwand machen. Pass mal auf. Geht mal einfach hin, was wirklich hier passiert. Die Gemeinden sind alle einvergemeindet worden. Unsere Gründungsurkunden, wo alles von Ur her beruht. Egal, ob wir eine Verfassung sprechen oder sonst was sprechen. Die werden zurzeit abgeschafft. Das sind die Urkunden der Gründung der Gemeinden. Geht hin. Und wir befinden uns hier auf Niemandsland. Und andere übernehmen das einfach. Ob sie jetzt mit ihrer Verfassung von 1700 oder das was sagt. Es geht ja viel weiter zurück. Ja. Diese Verfassung gründen ja auf Gemeinden. Richtig. Genau. Ja. Eine Gemeinde ist 1000 Jahre alt, eine Gemeinde ist 700 Jahre alt. Oder etc. Geht mal wirklich rein. Gemeinde Neuhaus hat sich erst so erklärt, jetzt wie du sagst. Ja, ihr müsst das sehen, was da passiert. So, da kann eine Verfassung sein, sonst was sein. Wenn wir keine Gemeinde sind mehr, wenn sie uns das wegnehmen, und wir sind keine Bürger mehr, weil die Bürger geben uns das Recht zu entscheiden, was sie da oben machen. Vergesst es nicht. Nur dadurch haben wir das Recht, die oben anzuprangern. Ob es ein Kaiser ist, ob es sonst wer ist, wenn wir Bürger sind. Dann bürgen wir. Und da haben wir einen Bürgermeister. Der oben, der hochgeht und das, den zu sagen hat. Das ist von unten nach oben. Vergesst es nicht. Und wenn die beigehen und so weitermachen, wir haben das jetzt bei uns in unserem Ort durch, da haben sie die Flurraumordnung gemacht. Da steht wirklich drin, wir werden von Eigentümer zu Besitzer. Also Mieter von unserem Grund und Boden. Weißt du, dann sind wir nicht mehr Bürger mehr. Da haben wir denen nichts mehr oben zu sagen. Sondern die sagen uns, was wir zu bezahlen haben, was wir zu machen haben und wo wir hinzugehen haben. Da können wir 10-mal eine Verfassung haben, die wird so und so. Das sagen die uns. Was wollen wir denn? Dann ist man nicht mal Mensch, dann ist man eine Person. Das ist alles ein Komplott, der zusammenläuft. Und das hat schon begonnen mit dem 30-jährigen Krieg. Vergesst es nicht. Nicht nur das. So weit geht das. Ich sage das noch viel weiter. Ich muss dich mal eben unterbrechen dazu. Ja. Das geht noch viel weiter. Ja. Wir haben nicht mal mehr eine eigene Nordseeküste. Richtig. Wir haben keine eigene Nordseeküste. Wir haben Häfen, wo wir reinlaufen dürfen, am Strand, da darfst du dann rumpimmeln und was weiß ich und spielen und hast nicht und baden gehen. Sie gehört uns nicht. Weil wir haben den Naturpark Wattenmeer. Und der ist der UNO zugeschlagen worden. Und alle, also der UNESCO, somit der UNO,
Und alle Naturparks ist in Besitznahme der UNO, der UNESCO. Es gehört uns nicht mehr. So, und dann wollte ich nur sagen, ich bin hier draußen lang gekommen. Ich habe gedacht, ich sehe endlich auch mal Autos, wo ich feststelle, dass die auch nicht die UNO, die Eurofahne dran haben. Richtig. Alle dran. Ich habe keins gefunden. Weil sie hier überklebt es mit einem blauen Punkt, wenn ihr nicht mutig genug. Eurofahne überklebt. Meint es. Ja? Ja. Hab ich das Auto nicht gesehen, Entschuldigung. Ich habe die 12 Sterne abgekratzt an meinen. Ich fahre nicht mit 12 Sternen rum. Blau stört mich nicht, die Farbe. Ja, richtig, ist richtig. Aber die 12 Sterne habe ich abgekratzt. Danke, gut, da sind das schon. Wie viele sind das jetzt hier? Wer hat das nicht dran an sein Auto? Zählen wir mal durch. Wir sind eine Partei. Dazu muss ich dann sagen, ich habe seit 14 Tagen wieder drauf, weil ein neues Auto angemeldet worden ist. Ein anderes. Das hat eine Firma gemacht. Und ich habe schon Schwierigkeiten damit, weil sie mir die anderen Schilder konfisziert haben. Da kommt jetzt die Staatsanwalt hin. So, und am 24. Juni hat mich in Wilhelmshaven irgendeiner angeschissen. Ich weiß nicht wer, da rief mich denn der Obermufti von der Polizei an. Sie haben aber die Vorladung. Ich sage, komm, nicht Quatsch. Ja, was ist das denn? Ja, sie hätten die Urkundenfälschung begangen. Was für eine Urkunde? Das Nummernschild. Ich sage, ziehst du Luft? Ja, hab ich zu ihm gesagt. Ich sage, ich beweise dir, dass es rechtens ist. Die Zahlen, die Nummern sind Urkunde. Das Blaue ist keine Urkunde. Richtig. Das habe ich nicht gewusst. Da stand nämlich drauf bei mir die Erdenrune. Dann stand da drauf DDR, das Deutsche Reich. Auch richtig oder falsch da dahingestellt. Und unten war die Fahne richtig rum. Senfrot-schwarz. Goldrot-schwarz. Ja. Das haben sie, die haben sie mir konfisziert. Das heißt, ich habe zwei Sachen anlaufen. Ich habe das also immer schon gehabt. Gut. Ernie, dann bist du der Wievielte? Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Ich will damit nur sagen, dass es geht hier nur um eins. Einfach nur uns zu entmachten. Wir können über Verpassung reden, wie wir wollen. Wenn wir jetzt nicht spuren und in die Buschen kommen und wieder Gemeinden ausrufen, ruft Gemeinden aus. Nach der Verfassung vom Freistaat Preußen steht das alles drin, ist es legal. Nein, das ist falsch. Die Freistaat Preußen ist falsch, ist eine Lügerei. Adolf Hitler eine Annexion und das ist Unrecht. Ist doch, wer annexiert denn? Wir sind auf Niemandsland. Es ist entschieden. Richtig, wenn du noch weit gehst, kannst du noch einen Schritt weiter gehen. Denk an den 23. April, Quatsch, 23. Mai 1945. Da ist die Debellatio eingetreten. Wir haben gar nichts. Richtig. Wir sind weniger als ein Niemandsland und weniger als ein Vakuum. Das Einzige, was hier übergeblieben ist, sind die Menschen. Richtig. Und jetzt geht doch einfach mal und ruft doch die Gemeinden auf. Ruft sie raus, geht dann euch nach Hause, stellt auf den Berg und sagt, hier ist die Gemeinde sowieso. Ruft sie einfach raus. Und dann wird eine Urkunde gemacht, nach drei Tagen sich keiner meldet. Das ist kein Hohn, das sind Tatsachen. Das wurde gemacht. 130 Gemeinden. Ruft sie so aus. Innerhalb von einem Vierteljahr. Ja. 130 ja, dabei. Musst du tut es. Ja. Vollkommen neu. Wir können es tun. Das weiß keiner. Es geht um die Gemeinden ausrufen und dann kommt erst der Freistaat Preußen. Verstehst du es nicht? Es müssen erst Gemeinden entstehen. Das ist vor. Nein, musst du nicht. Du musst erst dein Dings ausrufen. Die Gemeinde ruft sie als Menschen aus. Wirklich, tut es. Übrigens, der das so schon mal dargestellt hat, war Konrebi, ne? Ja. Der hat das in ähnlicher Form und richtig auch dargestellt. Gar kein Problem, ne? Das werde ich. Gib mir den mal hin, bitte. Und alles andere, ob wir jetzt streiten uns die Verfassung, das ist interessant, kann man machen, bin ich auch dafür, welche nun noch gültig ist und welche nicht gültig ist und auch was man aufbauen kann nachher. Ein Staat hat nur eine Aufgabe, für uns zu dienen. Richtig. Nur mal ganz kurz, um mich nochmal vorzustellen. Also ich bin Vertreter der Exierigen des Deutschen Reiches Kaiserreich. Wir haben ein Stück exterritoriales Gebiet gekauft, welches eindeutig nicht zu irgendjemandem, zu einer BRD oder sonst wo gehörte. Das ist das Königreich Hronke Hall.
wir sind jetzt dabei, das aufzubauen. Wir haben den Bürgermeister gewählt. Wir haben, und es gibt demnächst Kfz-Kennzeichen. Wir bauen auch die kaiserliche Reichsritterpolizei auf. Guckt rein, friedensvertrag.info. Wir sind dabei, das richtig aufzubauen. Wobei das, was du jetzt gesagt hast, wir müssen diese ganze Sache vom ganzen Deutschen Reich aus machen und die Meinung ausrufen. Der Meinung bin ich auch. Und wie gesagt, demnächst gibt es eigene Kfz-Kennzeichen, da können die euch gar nichts mehr. Das ist schon vor 5 Jahren. Dazu möchte ich noch sagen, viele fragen natürlich auch, wie kriegen wir das denn eigentlich wieder hin insgesamt? Das ist ja ein Chaos und ein Tohuwabohu. Der eine sagt hier richtig, der andere sagt da falsch und. Ihr kennt doch meine Einstellung, ich bin immer noch davon überzeugt, der Einzige, der uns derzeit helfen kann, ist Präsident Wladimir Putin. Derzeit. Das kann sich morgen ändern, völlig klar. Das ist mir auch klar. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Er kann uns helfen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, er wird uns helfen. Und wir haben das Reich. Wir haben das Reich. Und dann frage ich mich natürlich, ist das damals schon geplant worden? Wo haben wir das Reich? In Form von Land. Königsberg. Ist das russische Enklave? Nein. Putin sucht Händlering. Ist das russische Enklave? Ja. Es ist russische Enklave. Die nächste Frage, die sich sofort mir da dran anhängt, ist, warum hat Putin 2011 eine Voronezh neben Königsberg gebaut? Ja, genau. Was eine Voronezh ist, wisst ihr. Voronezh ist eine Habanlage. Die arbeitet ganz jeden Tag momentan. Zurzeit das modernste, was es gibt. Und Anti-Hub, ja, kannst du auch nehmen, aber der kann viel mehr. Der kann sehr viel mehr. Warum baut er das auf deutschem Gebiet? Er weiß, dass es Deutschland ist, er wird es zurückgeben, das weiß er. Das ist auch Tachlis. Warum baut er beispielsweise eine Hub-Anlage nach Königsberg? Damit wir eine Verteidigungswaffe schon haben? Das war die erste neue Hub-Anlage oder der neuen Generation, die gebaut worden ist, die erste. Bei Königsberg. Und das ist das Reich. Und von da aus könnte es aufgehen. Ja. Und wir haben die Zusage von Putin, dass so wie wir ein Gebiet haben, wo ein Haus draufsteht, welches Mai 45 zum deutschen Eigentum gehörte, bekommen wir dieses zurück. Wir wollen dabei, wenn wir so wie wir es haben, das ist momentan unsere größere Schwierigkeit, dort einen Radiosender aufbauen und von dort die Freiheit auch ins Reich reinholen. Bloß leider haben wir bisher niemanden gefunden, der uns dieses Gebiet zur Verfügung stellt. Noch eine Sache dazu, Putin hat aufgerufen, wer Erbe ist von Ostpreußen, ja, der möge zurückkommen und melden, dann würde nämlich das deutsche Reichsrecht rechtsgültig werden. Richtig. Dann könnte man von dort aus nämlich alles aufbauen. Gib die Information weiter. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist meines Erachtens das Stück Reich, was wir haben. Und wir kriegen es wieder. Und von da aus kann man wirklich sagen, pass mal auf, so und so, das und das läuft so und so. Und dann sind alle wieder draußen, die ursprünglich mitspielen wollten. Meine Gedankengänge gehen dahin, dass er zu dem Zeitpunkt, wo das umgesetzt werden kann, werden soll, egal wie, die Chinesen im Rücken hat. Und dann muckt keiner von den anderen. Die mucken schon bei Putin nicht. Die sind ganz vorsichtig, sind die. Kurzen Einwurf. Also guckt drauf bei Josef Barth. Im letzten Vierteljahr hat er 100, nicht er, sondern haben sich 130 Gemeinden so gebildet, was du gesagt hast. Nur es wird nicht wahrgenommen. Weil das so schnell geht, unglaublich. Also die wählen ihren Bürgermeister, legen alles runter, was vorher war, arbeiten ganz selbstständig. Über 130 im Vierteljahr schon, nur es wird nicht groß publiziert. Josef Barth, guckt euch das an. Russischer Arzt, der lebt oben in Norddeutschland und ist dort jede Nacht unterwegs. Also. Sie können sie doch nicht verwalten, die Gemeinden. Wie soll das funktionieren? Es funktioniert. Also funktioniert Heide oben zum Beispiel. Also da fahre ich morgen hin, wir wollen das sehen. Wie sollen denn die Gemeinde verwalten? Die haben doch keine Steuereinnahmen, nichts. Sie tun es einfach. Geht doch, sie das geht. Einfach. Sie tun es einfach. Du brauchst nicht unbedingt. Wofür brauchst du die meisten Steuer? Fürs Personal. Du brauchst für die Immobilien, neue Immobilien, dafür brauchst du die Kohle. Für die Straßen wird kaum was gebraucht. Da werden die Steuern noch veruntreut, weil für die Straßen Bezug nimmt, die Kfz-Steuer einspringen sollte. Das interessiert die auch nicht, hauen die alles auf den großen Haufen. Kfz-Steuern sind zweckgebunden. Ja, Kfz-Steuern sind zweckgebunden. Die einzigen übrigens. Ja, ja.
Kfz-Steuern, ja. Darüber soll der nicht nur der Straßenpark, sondern das ganze Straßengebiet aufrechterhalten bleiben. Und wir bauen die jetzt überall. Da habe ich jetzt auch noch mal was zu. Was geht gerade noch gegen? Ihr seht es. Euroschilder. Ja, wird immer mehr aufgebaut. Ja. Das ist ganz lustig. Wir nehmen es bloß nicht wahr. Wir wollen es nicht wahrnehmen. Oder ich weiß es nicht. Überall, wo ich es erzähle. Geh noch das mal. Ist genauso mit euren Autos. Ich fahre mit euren Dinger rum. Ja. Kann ich mal auch was zu sagen. Geht einen Schritt weiter noch zurück, wenn an den Städten dran steht, an den Orten Partnerstädte von. Ja. Das ist es. Ihr guckt mal nur nach. Genau, das ist der Schmutz. Fahrt durch die Gegend und stellt fest, da stehen immer so eine schöne, wenn sie eine neue Straße gebaut haben, EU-Förderung. Ja, ja. Wir geben das Geld hoch zu der EU oder zu der UN und die UN gibt das zu der EU. So läuft's ab. Und dann kassieren sie unser Land ein, unsere Straßen. Damit gehört die Straße der EU. In Mecklenburg geht das sogar so weit, dass sie Radwege bauen und da stehen auch diese Schilderchen. Ja. Förderung 61%. Dann haben sie 61% Entscheidungsgewalt über diese Radwege. Und der Bürger freut sich, dass die EU was dazugegeben hat. Genau. Und wir merken gar nicht, wie sie uns das abknöpfen. Ja. Ich werde mir klappen. Wir merken es nicht. Genau so ist es. Ja. Ja, das ist. Und wenn du das einem erzählst, die gucken dir an, die, das ist einfach so einfach. Ach, die gucken sie an. Das ist ein Spinner. Der liegt dann richtig. Sie gucken dich an wie Heidi. Ja. Das Frettchen. Das ist wirklich so. Fahrt rum, ihr seht diese Schilder, stell die sogar auf. Richtig groß, dass du die siehst. Ja. Und keiner reagiert, wir müssen hingehen, müssen hinschreien, wir wollen eure Scheißgeld nicht. Wir wollen das Geld, was Ernie gesagt hat, was wir abgeben. Ja. Das soll bei uns bleiben und da bauen wir unsere Straßen für. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Aber wir tun uns selber vergeißeln. Heute sind wir hergekommen, ich war ganz erstaunt. Da war Schulanfang. Da kommt Oma hin, Opa hin und alle bringen ihre Kinder zum Schulanfang. Ja. Die Sklaven werden ausgebildet da. Ja. Ja. Die begreifen nicht, was da passiert. Sie wollen noch nicht, weil sie zu satt sind, immer noch mal. Das ja, und da machen sie sogar noch Fotochen, wenn das kleine Kind die dicke Schultüte trägt. Weißt du was? Es ist ja keine Lehre mehr. Ausbildung zu Sklaven. Okay. Danke. Pass auf, Mikro, Achtung. Ja, mach aus. Deutschland wird ein French Fries Unternehmen. Ja, ja. Aber ihr seht dran, die Gemüter erhitzen sich heftig. Richtig bringt so nichts. Wir müssen immer schon und immer noch versuchen, wirklich auf dem Rechtswege es einfach einzuhalten, was rechtmäßig ist. Das war ja dieser Aufschrei am 4. Januar da bei DPHW. Das interessiert sie gar nicht, sie machen ihr eigenes Recht. Ja, das geht in die Hose. Es ging in die Hose und tschüss. Kann ich nur sagen. Ja. Richtig. Du kannst es nicht, du musst es auch noch abfragen und genehmigt bekommen. Richtig. Richtig. So, meine Lieben, jetzt machen wir nur eine ganz kurze Pause. 10 Minuten, eine Raucherpause. Und dann stopp, sitzen bleiben. Hey du Mäcki, sitzen bleiben. Wolltest du sitzen? Ist es denn? Hab ich schön gesagt? So. Und danach hören wir ein bisschen was über Gesundheit, über Energien und über Kraft. Und das macht der Walter Eisentraut. Bis in 10 Minuten. Dankeschön. Ich habe jetzt meinen Rucksack aus.